Ich bin gleich fertig und ich fühle mich schon jetzt wie ein Art Girl. Ich liebe es. Ich glaube, 2024 wird das Jahr der Modelliermasse. Das waren halt 3 Kilo. Ich glaube, es ist immer der perfekte Zeitpunkt, ein bisschen frischen Wind in sein Zuhause zu bringen und sein Zimmer, Wohnung, Haus, Villa, was auch immer, wo ihr wohnt, mit coolen neuen Dekoartikeln auszustatten. Und diese werden wir heute selbst machen. Ich hätte auch mal diesen Tisch aufräumen können, bevor ich das Video beginne. Sieht aus wie... Überall auf Social Media sehe ich aktuell, wie Leute aus Modelliermasse so geile Sachen machen. Ich möchte es auch. Und zwar alles davon. Wollen wir mit dem Schwierigsten beginnen? Nee. Also, ich war gestern einkaufen. Deswegen liegt doch gerade alles auf dem Tisch rum. Ich bin so obsessed mit diesen Disco-Kugelsteinchen. So viele haben sie davon nicht mehr. Die nehme ich einfach alle mit. Sorry, die Person, die das jetzt auch vorhat. Es gibt dem zu Hause so einen geilen Look. Zum Beispiel in diesem DIY. Melting Disco Ball heißt es. Oh mein Gott, ich liebe es. Ich weiß schon genau, in welches Regal ich die stellen will. Ich mache mich jetzt bereit. Mit diesem DIY beginnen wir und wir schauen mal, wie gut wir das hinkriegen. Ich habe mir nämlich extra DIYs rausgesucht, die super leicht und kostengünstig zu Hause nachmachen können. Und ich glaube, das erste ist so eins. Ob das jetzt was wird, gar keine Ahnung. Wollen wir uns so einen kleinen Ball nehmen oder Benchon, oder? Ja, so groß ist das jetzt nicht. Wir würden uns halt Zeit sparen, würden wir einfach eine Disco-Kugel nehmen. Habe ich halt nicht gefunden. Da muss jetzt erstmal ein Viertel raus und das im rechten Winkel. Geodreieck lasse ich jetzt weg. Ich denke, ich schaffe es auch so. Ich schaffe es nicht so. Bläht sich so auf. Wow, das geht gut. Ich habe hier schon so einen Disco-Pilz, aber der ist gekauft. Und ich glaube, das sah in dem Regal so geil aus, würde ich hier so eine Disco-Kugel. Das sieht halt schon perfekt aus. Das Schwere kommt jetzt halt noch. Denn da die ja so aussehen soll, als ist sie geschmolzen, muss man mit modellieren. Gott, das wird doch niemals was. Wenn die Modelliermasse jetzt halt blöd ist, kann ich das Video direkt aufhören. Dann war es das hier. Warum rieche ich da auch dran? Okay, sieht tatsächlich gut aus. Kommentiert mal, ob ihr so Home-DIY-Videos mögt. Ich liebe die persönlich. Lecker. Mach das mal weg. Ihr wisst, wenn ich kleckern kann, klecker ich. Ich habe mir nämlich auch extra so Modelliernadeln. Die muss ich nicht mehr auspacken, weil die sind alle rausgefallen. Wie macht man das jetzt? Schwierig, sag ich nur. Übrigens ist das Luft trocken, also wir sollten uns vielleicht beeilen. Ja, nimmt man da jetzt einfach so ein bisschen oder hält es da was dran? Ja, okay, tatsächlich, es hält super gut. Jetzt schneide ich mir hier immer mehr ab und bastel das. Ja, ich liebe halt bei so Videos, wie wir das so selber experiencen, wie man das so macht. Wisst ihr? Sieht echt gut aus. Okay, hier vielleicht nicht. Aber eigentlich ist es auch egal, wie die Oberfläche aussieht, weil da kommt ja eh das Zeug drauf. Aber wie machen wir das jetzt hier unten? Fällt es da nicht alles runter? Hält das? Okay, irgendwie hält's. Heute ist guter Tag. Naja, ich freue mich jetzt mal nicht zu früh. Leute, meine Finger. Ob das wieder abgeht? Wir müssen jetzt einfach nur hoffen, dass das nicht einfach irgendwann runterfällt. Weil hier ist es schon relativ wackelig. Wie lange hatte ich das da schon? Oh nee, Leute, das hättet ihr mir sagen können. Wenn ihr euch gerade denkt, was zum Teufel macht Jul da für komische DIYs, wartet ab. Ich glaube, das wird noch richtig cool, wenn wir halt so das Glitzer drauf machen. Schaut das Video einfach bis zum Ende und dann könnt ihr kommentieren, was ihr von den DIYs, die ich heute mache, am coolsten findet. Und wir kommen jetzt zum nächsten. Jetzt gehen wir mal weg von Glitzer. Auch wenn wir noch nie richtig damit anfangen konnten, ich glaube, das wird mein Lieblings-DIY. Man kann mit Modelliermasse einfach so kleine Schmuckschälchen machen. Und die dann auch noch anmalen. Warte, nee, noch geiler fand ich sogar. Ich will euch nicht zu viel zeigen. Denn wenn ihr so gute Sachen seht, dann seid ihr gleich enttäuscht von was ich mache. Hier, oh mein Gott. Ich habe sogar so einen Klarlack gekauft, damit es dann so shiny wird und so. Oh. Erstmal, wir brauchen so ein großes Stückchen. Da ich irgendwie keine Küchengeräte benutzen will, nehme ich jetzt eine Flasche und roll das raus. Ah, geht ja gut. Schön, dass ich hier auch den ganzen Dreck auf dem Tisch mitnehme. Wir brauchen viel mehr Masse. Hey, es ist jetzt mega glatt. Ich hoffe, das ist nicht zu dünn. Aber es sollte eigentlich gehen. Jetzt schneiden wir. Ach Mann. Oh, kann halt auch keine Kreise einfach so perfekt malen. Wer kann das schon? Oh, ist das satisfying. Wow. Darf das weg? Ja, das darf weg. So sieht es. Jetzt macht man so eine lange Schnur. Oh nein, nicht auf meine Jeans. Alter, ich bin gerade so begeistert von dieser Modelliermasse von Woolworth. Für 5 Euro nur. Also bis jetzt finde ich die echt gut, auch die Farbe und so. Achtung, Achtung, bevor man jetzt anscheinend was anderes auf das andere legt, soll man das so ein bisschen einritzen, wenn die das alle machen.
Wow, hat mich das eben entspannt. Ja, irgendwie so. Jetzt machen wir das einfach hier so drum. Freue ich mich, das anzumalen. Jetzt bin ich ein bisschen genervt, weil irgendwie sollte das dicker sein. Nachträglich, das zu verdicken ist irgendwie hässlich und schwer. Meine Hände sehen so aus. Das Herz sieht bis jetzt so aus. Und ich habe eine Idee. Seht ihr diese ganzen kleinen Unebenheiten? Die probiere ich jetzt einfach mit Wasser glatt zu streichen. Sehe ich auch manchmal in Videos, dass die das halt einfach so glatt machen. Oh, der Pinsel verliert Haare. Wie kacke. Noch ein Haar. Ich will keine Haare in meiner Schüssel. Wenn er noch eins verliert, höre ich auf mit... Er hat noch eins verloren. Oder einfach Wasser und Finger. Ja, das geht gut. Meine Finger verlieren ja auch keine Haare. So haarig sind meine Hände nicht. Ich mache mal eine Hälfte mit Wasser und eine ohne. So satisfying. Ich habe ja schon mal so ein DIY-Video gemacht, wo ich übrigens... In irgendeinem Video habe ich auch dieses Ding gemacht, ne? Wenn man fast ein Video pro Woche macht, man kommt nicht mal hinterher, was in welchem Video war. Ich möchte, dass ihr den Vergleich seht, aber ich will die Kamera nicht anfassen. Okay, seht ihr den Vergleich? Anti-Aging-Creme ohne Anti-Aging-Creme. Das machen wir es aber rechts auch noch, weil wir wollen ja eine schöne... Aber ich glaube, die verschenke ich. Ich weiß auch schon an wen. Wenn ihr was macht mit Modelliermasse, schickt mir das mal auf Insta oder per E-Mail oder sonst was. Ich fände es so cool, es zu sehen. Und ich antworte euch auch. Ihr könnt halt alles machen. Ihr könnt das Schüsseln... Und auch Schüsseln machen. Ich werde es jetzt mal einmal hochhalten. Ich hoffe, das fällt mir nicht auseinander. Aber es muss halten, sonst wird es auch später nicht halten. Es hält. Wow, toll. Soweit passt es. Es hat auch ein bisschen diesen selbstgemachten Look. Ob der gut ist, weiß ich nicht. Hier weiß ich noch nicht, was es werden soll. Aber wenn ihr glaubt... Aber wenn ihr glaubt, das war's mit der Schale. Nee, denn auch in dem Video hat die so cool verziert mit so anderen Sachen und das mache ich jetzt auch. Die Person hat einfach so Kirschen gemacht. Als ob die halten. Oder soll ich so lassen? Nee, komm. Wird's halt nochmal schöner machen. Ich bin jetzt auch kein Kopierer, aber ich mach's halt genauso nach. Den Spachtel können wir jetzt hier mal nehmen. Das wären so kleine Herzkirschen. Weil eine Herzschale ist ja nicht genug. Nachdem so ein Podest am besten. Eben konnte ich noch ein bisschen ungenau arbeiten, aber jetzt muss ich genau arbeiten. Und die Stängel gleich. Zweite Kirsche. Kirschen sind, by the way, voll underrated, finde ich. Wann isst man mal Kirschen? Es gibt Sommer, da esse ich nie Kirschen. In meiner Kindheit hatten wir einen Kirschenbaum. Da habe ich viele Kirschen gegessen. Die Kirsche ist einfach blöd geworden. Hey, warum wird die denn nichts? Versuch Nummer 4. Und 5. Ich hoffe, das hält alles. Okay. Denn bevor ich an die Kirschen die Stängel mache, tue ich das Herz jetzt erstmal auf einem Blatt Papier, denn danach kann ich es, glaube ich, nicht mehr hochheben. Nein, das hätte ich davor machen sollen. Wie dumm. Es hält, es hält. Jetzt kommen wir zu den Stängeln. Die verstehe ich halt nicht. Wie soll das bitte halten? Also erstmal brauchen wir so eine richtig dünne Wurst. Zwei davon. Ich bin voll konzentriert. Ich werde jetzt noch einmal mit Wasser hier drüber gehen. Zum Beispiel hier. Die Kirsche ist irgendwie komisch. Wer sind eigentlich immer diese Familien, die Bilderrahmen, die man kaufen kann, posen? Ich wäre gerne drin. Wir haben zwei Optionen. Entweder wir machen jetzt aus Modelliermasse so einen geilen, einfachen Kerzenständer. Oder wir machen einen Disco-Bilderrahmen. Ich überlege. Komm, ich mache jetzt erst die Kerze, weil die ist leicht. Wenn ich dann noch Bock habe, mache ich das nächste. Wie macht ihr das aber? Also erstmal wieder ein bisschen Ton nehmen. Nein, jetzt sammle ich wieder den ganzen Dreck auf. Aber das ist zu kurz. Wie connecte ich jetzt diese zwei Würste? Einfach so eine Kurve. Ja, das ging leichter als gedacht. Drehe ich das so? Das macht jetzt eigentlich Spaß. So, dann schlägt man hier irgendwie so einen... ja, doch. Oha, doch. Ja. Ich habe jetzt irgendwas gemacht. Mach ich es noch kurz mit Wasser glatt. Ich habe ein Problem. Das muss ja irgendwie wieder hoch. Bitte halte, bitte halte, bitte halte, bitte halte. Ja? Das sieht halt aus wie hingekackt. Okay, hier trocknet jetzt alles. Bevor ich diesen Bilderrahmen zu diesem richtig geilen Disco-Bilderrahmen gestalte, will ich ehrlich gesagt erstmal sehen, dass die anderen funktionieren, weil am Ende trocknet das nicht und ich mache alles umsonst und dann wäre ich richtig sauer. Deswegen werde ich das definitiv bald für meinen YouTube-Shorts-Kanal oder TikTok oder Instagram Reel oder Snapchat Spotlight machen. Deswegen abonniert mich gerne auf den ganzen Kanälen und wir werden jetzt erstmal warten, bis alles getrocknet ist. Mittlerweile haben wir 19 Uhr abends und ich werde langsam ungeduldig. Es ist halt immer noch weich. Deswegen hatte ich jetzt die Idee, weil ich halt so ungeduldig bin, ich tue es einfach in den Ofen. So auf ganz wenig Grad. Ich hoffe, das darf man. So. Geht das? Hält es? Nein, vielleicht so. Ja. Okay, und jetzt ganz wenig Grad. Weil vielleicht kann ich dann jetzt gleich schon die geschmolzene Disco-Kugel so verzieren. Das finde ich nice für heute Abend. Anmalen, dann morgen. Klingt nach einem Plan. Der Ofen hat übelst viel gebracht. Es ist in den letzten 20 Minuten mehr getrocknet als den ganzen Tag. Heißt, wir können jetzt... Ah, ich freue mich so krass. Ich wollte die ganze Zeit es schon öffnen. Oh, ich liebe Glitzer. Ich habe den ersten Stein gesetzt. 400 Millionen habe ich nur noch vor mir. Aber ich mache es mir ein bisschen schneller.
Wow. Vielleicht brauche ich Hildegard. Ich glaube, ich brauche Hildegard. Hä, hey, wie heißt denn immer meine Heißklebepistole? Warum vergesse ich immer ihren Namen? Das ist ja langsam echt peinlich und respektlos gegenüber ihr. Hallo zu Hannelore. Sie freut sich mal wieder aus ihrem Kabuff zu kommen, weil die wird nicht oft benutzt. Ach Gott, ist das eine Friemelarbeit. Wenn wäre dieses ganze Ding stabil, wäre das kein Problem, aber das ist... Oh mein Gott, das ist so wackelig. Mein Gott, vielleicht kann Hannelore das von hinten fixen. Ja, bitte. Scheiße, die ist ein bisschen auch kaputt. Hannelore kriegt alles hin. Ich mach jetzt mal ein bisschen weiter und ihr hört gleich von mir. Zumindest, wenn ich hier nicht ausflippe. Eine Disco-Kugel zu besetzen stand auch nicht auf meiner Bingo-Karte 2024. Aber Leute, es sieht schon echt cool aus. Und wenn es ganz voll ist, ah, das wird geil. Aber ich empfehle allen, die das nachmachen wollen, kauft euch einfach eine Disco-Kugel und dann macht diesen Ansatz. Dann spart ihr euch sehr viel Zeit. Weil die Disco-Teilchen echt groß sind, wird es hier echt tricky an den Kanten. Es wurde so schön. Ich bin fertig. Und ich liebe es. Oh mein. Wow. Alter, ich finde, das sieht so toll aus. Das ist irgendwie voll der Hingucker. Hier ist es halt voll hässlich. Ich bin echt obsessed. Wenn die anderen DIYs jetzt auch so cool werden, Tag hat sich gelohnt von Video. Okay, also das ist DIY 1. Wenn ihr das am meisten mögt, dann kommentiert's mal in den Kommentaren. Wo sollte man auch sonst kommentieren können? Ein neuer Tag ist angebrochen und wir werden jetzt anmalen. Ich habe frisch geduscht. Ich habe in jeder Körperlücke Modelliermaße gefunden. Nee, das klingt total falsch. Aber ich musste richtig schrubben. Bevor wir mein absolutes Lieblingsstück anmalen. Perfekt getrocknet. Wobei ich diese Disco-Kugel auch sehr feiere. Machen wir es uns erstmal easy und malen dieses Knödelchen hier an. Bin mir gar nicht sicher, welche Farbe ich will. Erstmal checken, dass die Kerze überhaupt da reinpasst. Ja, doch. Oha, sieht irgendwie voll geil aus. Wir machen einfach grau. Ich darf nicht zu viel benutzen, weil ich muss ja auch noch gleich das andere anmalen. Und ich weiß auch schon genau, wie ich das mache. Klappt gut. Warum habe ich überhaupt ein weißes T-Shirt dran? Oh, ich bin dumm. Ich lasse es auch immer drauf ankommen. Das sieht aus wie ein Hundehaufen. Bevor wir jetzt das Meisterwerk anmalen, grüße ich in diesem Video The Cool Cucumber. Ich glaube, ich habe heute irgendwie einen Sprachfehler, weil es heißt The Cool Cucumber. Ganz liebe Grüße nochmal. Denn du hast mein letztes Video kommentiert und bist Abonnent meines Kanals. Danke, dass du meine Videos schaust. Und natürlich auch an alle anderen. Wenn ihr im nächsten Video von mir gegrüßt werden wollt, müsst ihr einfach nur dieses Video einen Daumen nach oben geben, den Kanal abonnieren und jetzt das Video kommentieren. Und zwar werde ich wie sie so einen Schachbrettmuster machen. Ich fand das so geil. Ich habe das jetzt vorgemalt und werde jetzt mal schwarz-weiß ausmalen. Ich habe überlegt, ich probiere das jetzt erstmal mit einem Edding. Da kann man ja schon genauer mitmalen. Ja. Yeah. Das geht besser. Hey, jetzt geht es nicht mehr. Ich glaube irgendwie doch Farbe. Aber da übermalt man sich so schnell. Ich habe auch nur so Kackpinsel. Ich habe eine Idee. Die Ränder mache ich mit Edding und innen drin mit Farbe. Das ist nur Edding und deckt nicht gut. Das ist Farbe und dann mache ich so und da mache ich jetzt Farbe rein. Versteht ihr? Ein paar Sachen sind abgebrochen, aber ich bin soweit. Tada! Die Sachen, die abgebrochen sind, male ich jetzt erst an und dann klebe ich sie mit. Wer hätte gedacht, dass sie nochmal im Video ist? Hannelore an. Leute, ich bin gleich fertig und ich fühle mich schon jetzt wie ein Art Girl. Nee, ich fühle mich nicht so, ich bin heute eins. Süß. Fertig. Wobei. Bevor ich euch das Geile zeige, kommen wir erstmal zu diesem Kerzenständer. Also irgendwie habe ich dazu keine Meinung. Ich finde den ehrlich gesagt doch irgendwie langweilig. Aber auch nicht schlimm. So, er passt. Hat schon was. Aber mein Lieblings-DIY. Klar, nicht alles daran ist perfekt. Und so wirklich nah dran sollte man auch nicht gehen. Da sieht man zu viele Fehler. Ich finde den Style so cool. Schaut mal. Fancy. Und ich hoffe so, dass ich euch mit so Sachen inspirieren kann, dass ihr das einfach auch mal ausprobiert. Mir hat das Teil unglaublich Spaß gemacht. Ich bin so ein Art Girl jetzt. Ich kann es nicht warten, darauf Kirschen zu fressen. Ich finde übrigens, alle drei Deko-Sachen sind voll gelungen. Und jetzt kommentiert mal, welches ihr davon am coolsten findet. Also 1, 2 oder 3. An dieser Stelle hoffe ich, dass ihr euch jetzt ein weiteres Video auf meinem Kanal anschaut. Denn dieses Video ist jetzt auch schon leider vorbei. Gebt dem Video einen fetten Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns nächste Woche bei meinem nächsten Video. Ich habe euch ganz, ganz doll lieb. Euer Jule.